I'll never forget that morning. I had already missed the school bus, but I stood there anyway, watching and envying the birds. Ja, willkommen zu einem außergewöhnlichen neuen First Look, wie man es gerade gesehen hat. Home is where one starts. Wieder Dank an den Entwickler, dass wir dieses Spiel vorab testen dürfen. Es kommt in ziemlich genau von jetzt an 13 Stunden raus, also dann am 13. Mai wohl kurz nach 11 unserer Zeit, also kurz nach 11 vormittags. Was bedeutet, dass ich um kurz vor 10 abends, am 12. Mai, dieses Video aufnehme. Es handelt sich um ein Adventure, wohl aus der Eco-Perspektive. Ich spiele es gerade zum ersten Mal in der Unity Engine, wie man gerade gesehen hat. Man spielt wohl ein kleines Mädchen, oder ein Mädchen, eine Frau, wie auch immer, die ihren Schulbus verpasst hat. Und ja, ich wurde von dem Entwickler gebeten, das Spiel zu spielen, allerdings das Ende nicht zu verraten. Deswegen werde ich es jetzt spielen. Ein kleines Ding vorab. Das Spiel ist wie ein Kurzfilm, hat der Entwickler gesagt, und es wird wohl ungefähr eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde dauern, je nachdem, wie viele Entscheidungen man trifft, mit wem man redet und so weiter. Und deswegen werde ich sagen, ich werde jetzt mal so 20 Minuten spielen, bis ich das Gefühl habe, ich komme dem Ende entgegen. Und dann werde ich aufhören und nach dem Release des Spiels, vielleicht ein, zwei Wochen danach, das Ende auch noch releasen. So, erstmal muss ich mich mit der Steuerung hier vertraut machen. Okay, man kann hier wohl Sachen aufnehmen, ranzoomen, okay, aber jetzt weiß ich noch nicht, wie man Dinge öffnen kann. Ich will jetzt gerade mal alle Tasten durch. E ist tatsächlich einfach nur aufnehmen. Gut, schauen wir mal, vielleicht kann ich das irgendwie umspannen. Ne, also ich kann es tatsächlich nur anschauen und drehen. So, gut, legen wir den erstmal wieder hin und schauen uns hier mal um. Ich werde jetzt erstmal, weil ich es gerade merke, ah, hier, Maus 1 Interact, WASD, Move, Invert, Maus, okay. Alles klar. So, wir müssen gleich mal schauen. Es kann natürlich sein, wie immer, dass der Ton etwas laut ist. Ich bitte das zu entschuldigen. Dann werde ich jetzt den Ton noch gleich mal ein bisschen runterdrehen. Kleiner Moment. So, jetzt habe ich die Geschichte mal ein bisschen leiser gemacht. Jetzt schauen wir uns hier erstmal um, was es so gibt. Also hier gibt es einen Müllhaufen. Schauen wir mal, ob man irgendwas anschauen kann. Mülltonne. Das Symbol, was man da direkt im Blickfeld hat, macht es wohl aus, wenn man mit irgendwas interagieren kann. Es handelt sich offensichtlich um so ein klassisches Adventure, sag ich mal. Und ja, wer sich wundert, spielen ja immer komische Spiele. Ja, wir haben früher viele Survivor gespielt, wollen uns aber auch mal in anderen Bereichen weiterbilden. Sieht man ja auch daran, an unseren First Looks, beziehungsweise an den zweiten First Look, der jetzt kommt, indem wir das Thema Strategiespiele beleuchten werden. Und wir werden natürlich in den nächsten Fingerzeigs auch ganz andere Themen noch machen. Aber ich möchte ja nichts vorwegnehmen. Ihr solltet ja die Fingerzeigs anschauen. Ich denke mal, es wird für jeden was dabei sein. So, hier haben wir als erstes mal unsere verschlossene Tür. Die ist verschlossen. Die verschlossene Tür ist verschlossen. Wer hätte es gedacht? Deswegen schaue ich mir jetzt mal so ein bisschen um. Der Schlüssel wird aber natürlich wahrscheinlich hier irgendwo ums Eck sein. So wie bei jedem klassischen Adventure. Hier so eine Art Rasenmäher. Die Grafik ist eigentlich ganz schön. Ich habe mit Unity gemacht. Sieht aber noch so ein bisschen nach Unity 4 aus. Ist allerdings, wie alle unsere First Looks, noch in einem Alpha- bzw. Beta-Stadium. Und wird mit Sicherheit bis zum Release noch schön aufgehübscht. Hier sind überall so Origami-Figuren. Was sind das? Was sind diese... Ach, jetzt fällt mir der Name von dem Tier nicht ein. Falken? Es sind keine Falken. Es gibt ja diesen Spruch oder dieses Märchen, dass wenn man 1000 Origami faltet, dass einem ein Wunsch erfüllt wird. Ich hoffe, dass ich 1000 finden werde. Zwei habe ich schon. Wenn ich hier irgendwas finde, fehlen da nur noch 998 von Origamis. Vielleicht fällt mir im Laufe des Let's Plays noch ein. Oder ist First Look, schauen wir mal. Ist ja, ja. Bin mir nicht ganz sicher, was das eigentlich genau ist. Wird ja eigentlich ein Let's Play, denn ich spiele das Spiel ja fast durch. Origami, tja, ja, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was mir hier gerade nicht einfällt. Ich stehe jetzt voll auf dem Schlauch, ne? So, also wir kommen hier irgendwo rein. Deswegen werden wir mal erkunden. Ich schaue jetzt mal, ob es hier so eine Art Fußmatte gibt, wo ein Schlüssel sein könnte. Oder ob ich hier irgendwie in die Tür reinkomme. Ah, da kann ich interagieren. Ah, die kann ich aufmachen, das ist schön. So. I wish I could forget that smell.
The smell of alcohol mixed with mold. Ooh. I hated that trailer, even when my father was away at work. Ich hoffe, ihr versteht alle, was hier los ist. Also das Mädchen hasst wohl den Geruch von diesem Trailer, also diesem Wohnwagen hier. Auch immer nach Alkohol und nach, ja, nach Mold, wahrscheinlich nach so selbstgedrehten Zigaretten. Was haben wir hier? Eine Spieluhr? Irgendwas, was man damit interagieren können? Schauen wir nicht. Stellen wir sie wieder hin. Irgendwas, was hier rumliegt. Nichts. Da oben ist nichts von Belang. Haben wir irgendwas? Nee. Ein alter Drucker. Ach, ein Farbdrucker. Sieht aus wie mein erster Drucker. Ein Epson Stylus Color 2S. War mein erster Drucker. Irgendwann 90er Jahre. War ein richtiger Tintenstrahldrucker. War richtig cool. Mich gern daran erinnert. Hab viele Sachen ausgedruckt. Total unnütze Sachen im Drucker ausgedruckt. I had an obsession with space. I thought I'd be the first astronomer to discover a planet beyond Pluto. I also thought birds could fly anywhere. Even to outer space. To be a bird and to fly to other planets. I couldn't imagine a more perfect life. Ja, das könnte ich mir auch nicht so gut vorstellen oder nicht so schlecht vorstellen. RN steht hier drauf, dass man als Vogel überall hinfliegen kann, frei ist und sich um nichts scheißen muss, was auf der Welt so passiert, sondern einfach nur rumfliegt und schaut. Ja. Und sie wollte wohl Entdeckerin oder Astronomin werden und wollte einen Planet jenseits von Pluto entdecken. Ja, dem armen Planeten Pluto, dem Anfang der 2000er der Planetenstatus aberkannt wurde, weil er zu klein war. Ich mochte Pluto. Aber es hat nicht sein sollen. Jetzt haben wir wieder zwei von den Origami-Vögeln gefunden. Und wohl hier eine, ich weiß gar nicht, eine Figur, in der die Kürzel RN draufgeschrieben worden sind. Nennt sich ein bisschen an Toy Story. Das ja auf Woodys Fuß Andy drauf stand. Im Klo haben wir nichts gefunden, außer hier diese super lustige Quietscheente, die wohl runtergefallen ist bei der letzten Badesession. Schränke kann man nicht aufmachen. Hier liegen noch die Kippen rum. Ja, sehr realistisch, wie bei uns auch. Smoking seriously harms you and others around. Die Warnmeldungen sind hier bei uns auch. Fernseher. Kleines Regal. Ja, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen an so ein Exploration Game. Es gibt eine Menge zu erkunden. Zu schauen, mit was man hier interagieren kann, um vielleicht einen Schlüssel für diese Hütte da vorne zu finden. Irgendwas? Nee, nichts. Aber man scheint wirklich noch ein sehr kleiner Mensch zu sein, denn ich bedenke, diese Spüle hier, ich könnte da nicht drin abwaschen. Kann ich da gerade interagieren? Nee. Ich kann hier mit gar nichts interagieren. Nichts. Oh, mit den Schränken auch nicht. Gar nicht, ne? Kühlschrank vielleicht auch nicht. The Super Deli. Oder Deli heißt es ja eigentlich. Hier die Türen auf. Das ist wohl ein Heizraum. Irgendwie so ein Versorgungsraum auf jeden Fall. Überall liegen diese Mülltüten von dem Lieferservice. Ah, Wäsche und Wäschetrockner. Also Waschmaschine, Wäschetrockner. Kann ich auch nicht mit interagieren. Schaut, was die Maus-Inversion so macht. Wo kommen wir hier? Okay, wir sind mal wohl im Schlafzimmer vom Vater. Ah, ein Buch. The Middle Parts of Fortune. Hier gibt aber auch nichts, womit man hier jetzt interagieren könnte. Man kann das Buch nicht aufmachen, man kann es dann nur wieder weglegen. Vielleicht irgendwie die Schränke aufmachen? Nee, leider auch nicht. Aber es gibt erstaunlich wenig, mit dem ich interagieren kann. Das zieht natürlich die Spiellänge etwas hinaus. Ich finde die Detailverliebtheit von diesen einzelnen Elementen richtig schön. Hier dieser Hirschkopf mit dem Geweih. Und dieses Bild wie handgemalt und dann eingefügt. Also großen Respekt, sehr, sehr großen Respekt an den Entwickler. Ich habe ja sowieso immer riesigen Respekt vor irgendwelchen Spielentwicklern, denn obwohl ich in der IT arbeite und aus der IT komme, habe ich nie so richtiges Programmieren gelernt. So, aber anscheinend, den Trailer habe ich jetzt durch. Habe schon nichts gefunden. Hier kann ich auch nichts aufmachen. Man kann wohl da ranzoomen. In die Objekte auch. In die Objekte kann ich nicht ranzoomen. Also, wenn ich sie da mal in der Hand habe. Ich kann die aber auch nicht mitnehmen, also ich kann die tatsächlich nur so ein bisschen anschauen und dann wieder hinlegen. Noch irgendwelche geschlossenen Türen. Ah, hier ist noch was. Hätte ich fast übersehen. Aber auch überall nur Walstenlager. Mhm, okay, klingt auf jeden Fall interessant. Wenn ich mal irgendwo bin, werde ich das mal ausprobieren. Kann ich in dem Bild vielleicht irgendwas machen? Auch nicht. Ja, dann schaue ich mal wieder raus.
was es da noch so zu erkunden gibt. So. Boah, das Quietschen war jetzt gerade ein bisschen creepy. Da hinten ist nochmal, da hinten geht es anscheinend weiter, ist nochmal so eine Hütte. Und da hinten ist auch nochmal ein Haus. Werde ich mich jetzt mal hingeben. Also wenn das bestimmt noch sehr klein. Also auf jeden Fall Schulmädchen. Weil da der Rucksack ganz verspielt mit dem Elefanten. Deutet auf jeden Fall darauf hin, dass wir ein Kind spielen. Ich meine, das im Launch-Trailer oder in der Beschreibung stand auch, dass es wie ein Kind spielt, dass man ein kleines Kind spielt. Sollte vielleicht nicht auf der Straße rumlaufen, falls hier irgendwas ist. Aber es scheint ziemlich abgeschieden zu sein. Irgendwo sieht nach Südstaaten aus. Und ist auf jeden Fall noch früh am Morgen. Ja, ich bin mal gespannt, was das Spiel kosten wird. Denn wenn es wirklich nur eine halbe Stunde spielen lässt und keinen Wiederspielwert hat, weil, naja, storymäßig. Ah, okay, hier ist die Spielwelt begrenzt. Hier geht's hier weiter. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay, Spielwelt ist begrenzt, sehe ich auch. Bin ich wohl tatsächlich nur auf diese kleine Fläche hier beschränkt. Gibt's hier eine Map oder so? Ja, gut, Map. Was glaube ich, was ich hier spiele? Schau, vielleicht kann ich auf der Straße weitergehen. Vielleicht kann sie aber nicht durch den Wald durch. Ne, also hier ist die Spielwelt vorbei. Oder das Level vorbei. Ist tatsächlich nur Exploration erstmal. Und sehen, was ich so entdecken kann. Es gibt auch keine Person. Ich kann mit niemandem reden. Ich bin ja tatsächlich ganz allein. Und die Musik... Ja, die Musik vermittelt so ein bisschen ein ruhiges Flair. Was ich persönlich ziemlich cool finde. Keine Panik, gar nichts. Ist hier irgendwas drin? Schöne blaue Blumen. Was ist das? Ein alter Schornstein, alter Kamin. Ich mal genauer an, ob es hier irgendwas gibt. Backsteine. Ich klicke einfach mal hier wild rum, ob ich irgendwas finde, aber da ist nichts. Ich schaue mir jetzt mal die ganzen Landmarks an. Hier ist noch ein Brunnen. Hier mit abgedeckter Brunnen. Mit einem Eimer kann ich vielleicht das Rad hier bewegen. Die kann ich auch nicht. Abdeckung hochnehmen. Wow, aber trotzdem, also die Objekte in der Spielumgebung sind extrem schön gezeichnet. Also da hat er sich richtig, richtig Mühe gegeben. Großes Lob an den Entwickler. So, hier ist so eine kleine Hütte. Schau, was hier gibt. Ich habe mir die ganze Zeit angeschaut. It's funny that in a decrepit grave of a house, I found something beautiful a stranger had left a long time ago. Wow. I would stare at it for ages after a bad day. I've tried over and over to draw it how I remember, but it's not the same. One day I'll find that stranger, and I'll say thank you. Ja, jetzt hat mich gerade ein bisschen erschrocken, weil ich ja eigentlich die ganze Zeit mit so Jumpscares gerechnet hätte, und dann fängt die immer wieder mit Reden an. Auf jeden Fall hat sie hier in dem Haus was gefunden, was von einem Fremden hinterlassen wurde, oder generell hinterlassen wurde, nämlich dieses Graffiti. Und sie hat es immer wieder versucht, selber nachzuzeichnen aus dem Gedanken, aber es war einfach nicht dasselbe. Und das ist schade. Aber hier kann man auf jeden Fall mit den Spraydosen interagieren. Schauen, ob es da irgendwas gibt. Spray Paint. Scheint auch nichts Besonderes zu sein. Schauen wir mal, oben irgendwas machen. Ja, kann man auch nur zurückstellen wieder. Vielleicht interagiere ich auch falsch mit der ganzen Welt. Also, am Ende kann ich hier schon voll die Sachen machen. Ich check's einfach nicht. Vielleicht dort vorbeilaufen. Aber scheint wirklich nur sehr, sehr stark auf Exploration ausgelegt zu sein. Sollte ich jetzt versehentlich ins Ende reinlaufen, weil ich nicht weiß, wann das Spiel aus ist, werde ich natürlich das Ende rausschneiden. Aber das ist hier so ein umgestürzter Baum oder so eine Art. Oder es war mal ein Jagdkäfig. Das kann ich leider nicht feststellen. Ich denke mal, dass die Spielwelt auch hier gleich begrenzt sein wird. Aber da sehe ich noch was, was mein Interesse geweckt hat. Eine alte Cornflakes-Schachtel. The neighbor's dog was my best friend. I'd save up all my money just to buy him food and to talk to him for a while. For some reason though, he would never go past the fence. I would beg and plead. But eventually he would just run back home. Why was he scared? Ja, sie hat wohl ihr ganzes Geld, was sie bekommen hat, so ausgegeben für den Hund. Weil sie diesen Hund da so geliebt hat, der da gerade da vorne vorbeigelaufen ist.
Aber der Hund ging nie weiter als bis zum Gartenzaun, also bis zum Zaun hier. Was mich auch nicht wundert, denn hier ist ja das Level aus. Nein, Scherz. Also wenn man das natürlich mal im Spielkontext betrachtet, wird der wohl seinen Grund gehabt haben. Er ist irgendwann einfach immer wieder nach Hause gelaufen, obwohl sie ihm immer Futter gegeben hat. Was schon sehr verwunderlich ist, denn Hunde oder gerade Tiere lassen sich doch eigentlich immer von Futter überzeugen. Ich erschrecke jedes Mal, wenn ich da in irgendeine Sprachszene von ihr kommt. Aber es ist überhaupt nicht gruselig, hat keine gruselige Atmosphäre, gar nichts. Es ist ja nur so ein kleines Mädchen, das den Schulbus verpasst hat und jetzt hier in der Prärie langläuft. Okay, hier hört auch wieder das Level auf. Mal schauen, wie weit es da in das Feld reingeht. Ja, jetzt mal so ein bisschen meine Klappe halten. Das Kommentieren ein bisschen einstellen, dass man die Atmosphäre hier mal genießen kann. Möchte ich das mit meinem Geplapper nicht vorenthalten. Denn ja, ich finde die Atmosphäre sehr, sehr schön. Ich werde einfach mal so ein bisschen durch das Feld laufen. Ein bisschen die Musik wirken lassen. Darauf, dass hier der mega Jumpscare kommt, den ich mir einmache. Noch mal schnell geschaut, ob ich vielleicht nicht einfach irgendwas verpasst habe in der Steuerung, aber das scheint so eine Art Friedhof zu sein. Friedhof, perfekt. Ich warte eh schon die ganze Zeit auf den Jumpscare. I almost never went into that old cemetery, but that morning I did. I guess I wanted to feel something, even if it was only fear. I was terrified because of a vivid memory. I remember I'd lost something important, and I realized it was near that graveyard. I gathered up all my courage, imagining how Princess Leia would act. Right as I stepped into the gates, I heard a ghost screaming at me. I ran as fast as I could, and I never looked back. Ja, da haben wir das, was ich die ganze Zeit erwarte. Irgendwas Creepyes hat sie verfolgt, nachdem sie jetzt erstmal draufgegangen ist. Und ist dann weggerannt und nie wieder zurück. Und naja, jetzt sind wir hier. Und erforschen den Friedhof einfach mal. Schauen wir uns doch mal an, was die Gräber hier so zu bieten haben. Das ist hier für mich alles unbekannte Schrift. Ich kann es nicht lesen, was da drauf steht. Das ist irgendwie entweder sehr verwittert oder in irgendeiner fremden Sprache geschrieben, die ich nicht beherrsche. Also die Grabsteine sind nicht sehr gut gemacht. Ich kann es nicht lesen. Boah, Alter, ich warte die ganze Zeit auf den Jumpscare. Das Spiel bringt mich echt um den Verstand. Auch nichts, wie es weitergeht. Ich glaube, ich nehme jetzt jedem, der irgendwie dachte, boah, cool, in ein paar Stunden kommt Home is where your heart starts. Nee, Home is where one starts, sorry. Kommt das raus und Spieler setzt, ist total cool und dann sieht er sich unser First Look an und denkt sich so, hm, ja cool, jetzt habe ich eigentlich schon alles von dem Spiel gesehen, aber die Atmosphäre ist extrem schön. Also ich könnte hier stundenlang über dieses Feld laufen und mich einfach nur von der Musik tüdeln lassen. Und da drüben sieht es aus, als würde ich schon wieder an so eine Spielgrenze geraten. Ja, Level ist hier auch vorbei. Und da hinten ist es auch wieder vorbei, nehme ich mal an. Ich habe ja den Friedhof hier schon gefunden. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Und schau mal, was es noch so zu erkunden gibt in dem Feld, denke ich mal, dem Friedhof.
den wir finden hätten sollen. Habe ich gefunden. Ansonsten schaue ich gleich nochmal. Umgekippter Baum. Sehr gerade umgekippt. Na gut, vielleicht umgesägt. Höchstwahrscheinlich umgesägt. Da was drauf? Nein. Die Schatten- und Lichteffekte hier richtig schön gemacht. Wow. Respekt. Das Spiel vermittelt überhaupt keine Hektik. Man kann nicht rennen, man kann hier nur so ein bisschen ranzoomen. Das ist total ruhig, überhaupt nicht hektisch. Deswegen rede ich auch so leise und gedämpft, weil ich möchte die Atmosphäre des Spiels überhaupt nicht stören. Also das Spiel hypnotisiert mich so auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen. Und fasziniert mich auch, obwohl... Oh, das Blätter rascheln. Ich erwarte ja immer noch den Jumpscare. Oh, da hinten ist so eine Jagdhütte. Ich weiß nicht, ob ich da hin kann. Ah ne, hier war ja die Levelbegrenzung. Schade. Oh, es geht weiter. Ach, doch nicht. Hm. Ah, ja. Hab ich zu früh gefreut. Was haben wir hier? Ah, ein alter Pfosten. Ja, markiert die Levelgrenze. Ja, Büsche, Pfosten, Pfeile markieren alle die Levelgrenze. Vielleicht gibt es ja noch mehrere Levels. Ich weiß es nicht. Spielt es jetzt auch gerade zum ersten Mal. Ich würde ja gerne diese Scheune da hier mal aufmachen, aber... Den Schlüssel werde ich wahrscheinlich in 100 Jahren nicht finden, sofern es ihn überhaupt gibt. Ich schaue gleich nochmal hin. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Türmatte oder irgendwas, wo ich mal drunter schauen kann. Das Wellblechdach werde ich auch nicht wegheben können. Werkzeuge gibt es natürlich auch nicht. Dann wird das schwer, hier irgendwie weiter zu interagieren. Und hinten ist so ein kleiner See. Den werde ich mir mal noch anschauen. Hat das Mädel bestimmt auch wieder was zu sagen bei dem See. Eigentlich auch blöd, ne? Man möchte zur Schule, aber kann nicht. Oh, man kann doch. Ah, jetzt war mal, kann ich hier weiter. Okay, aber erstmal schaue ich tatsächlich zu dem See. Okay, auf der Straße hier kann ich weitergehen. Das ist doch schon mal was. Aber gerade eben auf der anderen Seite konnte ich nicht auf der Straße weitergehen. Jetzt gehe ich erstmal zu dem See und schaue mir den mal an. Das ist ja ein Exploration-Game. Deswegen schaue ich mir jetzt den See an. That pond was pure bliss growing up. I can't remember if I had a fishing pole or not. But there definitely wasn't any fish. I didn't need to catch anything anyway. I once spent an entire Saturday afternoon trying to climb on top of one of those hay bales just so I could take a nap in the sun. When I finally did it, I was too happy to fall asleep. Ja, sie weiß nicht, ob sie in dem Teich, ob sie jemals After walking around, I started to think. I started to feel brave. My father had hidden a key in his room. So I went to go get it. Ah, okay. Also nochmal zusammengefasst. Sie weiß nicht, ob sie jemals eine Angelrute hatte. Und das, sie weiß halt nur, dass es hier keine Fische drin gab in dem Teich. Aber sie hat als Kind oft versucht, auf diese Heuballen hier drauf zu klettern, um dort zu schlafen. Und als sie dann das erste Mal geschafft hat, war sie richtig glücklich, endlich schlafen zu können. Aber hier ist so eine Angelrute. Ich kann nichts damit machen. Jetzt mal wieder hin. Damit kann ich nicht interagieren. Ja, und das Zweite, was sie dann gesagt hat, nachdem sie jetzt hier die ganze Zeit rumgelaufen ist, fühlte sie sich tapfer und hat sich daran erinnert, dass ihr Vater immer einen Schlüssel in seinem Zimmer versteckt hat. Und den werden wir uns jetzt schnappen. Und ich denke, dass der Schlüssel
für die Scheune nebenan ist. Baseballschläger. Leider auch nichts mitmachen, außer den Drehen ein bisschen anschauen. Mit den Bällen was machen? Nee. Ein Stein mitten in der Wildnis. Ja, der Vater, wenn er noch da ist, was ich nicht glaube, wird wahrscheinlich ziemlich wütend sein, dass wir hier auf der Straße rumlaufen und nicht zur Schule gehen. Ich schaue jetzt nochmal in den Briefkasten, vielleicht ist da irgendwas drin. Ist sogar was drin, aber kann ich nicht aufmachen. Schauen wir mal, wo geht's denn hin? Mr. James Northern von Louisa County Social Services. Ah, okay, das ist anscheinend ja, Social Services, sowas wie das, ja, Hartz IV oder sowas bei uns, würde ich mal sagen. In Louisa, Virginia. Okay, wissen wir auch. Ne, Virginia, Entschuldigung, Virginia. Wissen wir auch, wo es spielt. War mein Tipp mit den Südstaaten vorhin gar nicht so verkehrt. Allerdings hat der Postbote vergessen, hier den Haken hochzumachen. Und deswegen habe ich nicht gesehen, dass da Post drin war. Gut, auf in das Zimmer des Vaters. Und den Schlüssel holen. Dann schauen wir uns mal an, was der Schlüssel uns bringt. Ich gehe mal davon aus, dass der Shack da hinten drin ist, also diese Hütte. Boah, ich warte echt die ganze Zeit drauf, dass irgendwas Gruseliges, irgendwas Erschreckendes kommt. Also wenn jetzt hier gleich ein kleines Mädchen schreit, dann war ich das. Also keine Angst. Oh, fuck. Stimmen. Ganz toll. Ah, jetzt kann ich die Schublade aufmachen. Boah, ich mach mir echt die Hose. Hier ist auch schon der Schlüssel. Ah, jetzt konnte ich was aufnehmen, okay. Dann sind die Stimmen auch weg. Boah, ey, ich mach mir echt ins Hemd. Jemand außen rum. Boah, das ist so eine spannende Atmosphäre. Ich kann das gar nicht. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich vor PCs und denken, oh, ist das langweilig, jetzt spielt er hier schon seit Ewigkeiten das Kackspiel, nichts passiert. Aber das ist so eine spannende Atmosphäre, das ist krass. Also ich bin ja echt richtig angespannt am PC. Machen wir so ein bisschen in die Hosen. So, jetzt machen wir hier mal auf. Jetzt muss irgendwas kommen. Oh, ich hab tierisch. Oh, ein Fahrrad. Ah, praktisch. Werkzeuge. Und auch wieder Origami-Flügel. Eine Motorsäge. Die mitnehmen? Nee. Ah, Fahrrad, okay. Ah. Okay. Okay, das geht jetzt schon ein bisschen schneller mit dem Fahrrad. Schauen, wie weit ich jetzt komme. Das jetzt mitnehmen. Jetzt könnte ich damit interagieren, okay, aber ich kann nicht lenken. Aber jetzt hat sie ihn aufgesetzt. At that moment, all the invisible walls in my life disappeared. What I would give to ride that bike one more time. Oh, jetzt wird's dunkel. Whoa. Ja, da habe ich es wohl durchgespielt. Ich lasse mal noch den Abspann auf mich wirken. Zu heulen, ich hab dich ja schon. Ja, Frostys Tod ist mir bewusst. Der muss aber jetzt warten. Hier ist genug Munition dabei. Ja, Jenna kann jetzt gleich mal nachladen. Ohne irgendwelche Punkte zu